Dann würde ich sagen, wir fangen einfach an. Ja, also ah, ja, seid ihr ready? Ja, voll. Ja, Manu, bist du auch ready? Ja. Perfekt. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gute Ehre und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Progressive Muscle Talk. Heute mit einem brutalen Gast und natürlich dem Manu, der auch ein brutaler Host ist. Ja, kann man schon... Alter! Density, Density, sowas von am Start. Das ist Wahnsinn, das ist komplett irre. Also wir haben hier einen Hans Nemus. Also zuerst Manu, wie geht's dir heute? Was steht am Programm? Und wie schmeckt das Monster? Hallo von meiner Seite. Monster schmeckt gut, ist aber nicht so gut wie das Grüne, kann man gerne mal sagen. Also nicht das Grüne mit Zucker, das ist scheiße, aber das Grüne mit Zero Zucker, das ist gut. Mit Zero, perfekt. Heute steht an Pull, Pull-Ups und Chin-Ups, das heißt, wo ich am schwächsten bin, noch schwächer als bei Kniebeugen, perfekt. Ja. Somit bester Trainingstag und ich bin ready, ready für den Hansi, für den Hans-Jörg Schuster, ja. Manchmal nennen. Hansi, ja. Wie geht's da? Und, warte mal, was machst du? Kurze Vorstellung, aber trotzdem, weil die Episode vorher dann niemand gesehen. Stimmt. Also, wie geht's dir? Was machst du? Und na, das kann ich nicht sagen. Was hast du heute trainiert? Weil es, genau, machen wir das. Also, guten Tag, ich habe die Ehre. Ist alles frisch bei euch? Das muss man auf Band damals sagen, damit die ältere Generation versteht, was man geredet hat. Ist mega geil. Ist auch, zeigt doch irgendwie ein bisschen Respekt. Ja, absolut. Also ich habe es mal probiert zu übersetzen, aber das kennt ihr so von mir. Ich bin der Hansi, ich bin der Geist des Gyms. Und bin Strength Coach, vor allem Dinge für Powerlifting und Strongman. Ja. Und CrossFit mittlerweile. Und heute trainiert habe ich, also das ist viel gewesen. Also, aber für alle, die jetzt zuhören und den Hansi wahrscheinlich nicht kennen, wenn sie nicht aus dem Gym sind. Wenn sie nicht am Vormittag aus dem Gym sind. Wenn sie nicht am Vormittag aus dem Gym sind. Hansi hat einen brutalen Schlafrhythmus, das werden wir vielleicht auch ganz kurz anschneiden, wie es zu dem gekommen ist. Und trainiert demnach immer relativ früh. Hansi, wann trainierst du denn etwa? 3 Uhr morgens. Und er trainiert früh und viel. Ja? Vielleicht kannst du kurz verpacken, was du heute trainiert hast. Nur so, um den Zuhörern einen kleinen Eindruck zu vermitteln. Also normalerweise würde ich sagen, ich bin mit dem Fahrrad einfach ins Gym gefahren, aber ich kann nicht einfach fahren. Deswegen brauche ich immer irgendwie eine Metrik, die ich misse, damit ich merke, dass ich überall besser werde. Also meine erste kurze Fahrrad-Sprint-Einheit gehabt ins Gym. Dann habe ich einen schweren Kniebeugetag gehabt, der auf, ich glaube, mit dem Top-Gewicht waren es 80% für 7 Sätze mit 5 Reps. Okay. Und da ich in der Satzpause nicht rumstehen will. Ja, 7 Sätze. Mann. Und damit ich in der Satzpause nicht rumstehe und irgendwie andere Systeme noch trainiere, habe ich nach jedem Satz Kniebeugen 10 Klimmzüge, 10 Wiederholungen Deadbugs. Normalerweise würde ich andere Rumpfsachen machen, aber das Problem ist, dass meine Schulter im Moment solidiert ist, dass ich mich nicht traue, irgendwie unkontrollierte Sachen mache. Und 100 Double anders. Und das waren insgesamt, wenn es mit Aufwärmen 17 Runden, glaube ich, oder so. Dann bin ich wieder nach Hause mit dem Fahrrad. Und weil es passend zu den Kniebeugen war und ich mein Lauftraining auch gleich reinbringen wollte, normalerweise hätte ich da vor so einem Lauftraining ein bisschen Pause, wenn ich nur eine Sprinteinheit mache. Irre. Okay. Also schon mal eine ordentliche Density. Gesamtheit an Arbeit, die da verrichtet wird. Das stimmt. Und ja, jetzt kann sich jeder irgendwo was darunter vorstellen. Und warum machst du das um 3 Uhr morgens? Wie, vielleicht einen kurzen Input, wie es zu dem gekommen ist so? Ich habe ganz lang nach Schlafrhythmen gesucht in meinem Leben, die mich so aktiv wie möglich gehalten haben. Mhm. Weil ich habe diverse Dinge konsumiert in meiner Vergangenheit, in Studienlaufbahn etc., um wach zu bleiben, die ein bisschen meine zirkadischen Rhythmen kaputt gemacht haben. Mhm. Und ich habe ganz lang rumprobiert und ich bin immer um 4 Uhr morgens aufgestanden, eigentlich seit ich 17 bin. Mhm. Und dann war es irgendwann 3 in der Früh und dann bin ich von selbst um 2:30 aufgewacht. Okay. Und jetzt wache ich mittlerweile um 1.30 Uhr auf. Okay. Das ist so Start und 18, 19, 19. Also wer dafür ist, dass wir den Hansi nochmal für eine extra Episode zum Thema Drogen einladen, der soll das einfach mal hier unten in die Kommentare reinballern. Ziemlich eure Geschichte. Drogen featuring Hans-Jörg Schuster.
Perfekt. Über Drogen. Ich rede schon über alles oft. Ja, eben. Also, wenn man schon besprochen. Fragt, dann, ja. Ja, ja. Also wenn man mich fragt, dann sage ich ja alles. Ja, schau, was passiert in Zukunft. Auch heute soll es um was anderes gehen. Heute soll es um was anderes gehen, weil so einen hohen Workload zu bewerkstelligen, braucht man irgendwo ein großes Maß an Work Capacity. Und ja. Planung. Und Planung, natürlich. Ja. Planung und das, das, ja, das Ganze zusammensetzen, so einer Trainingsreize erfordert, ja, Planung. Und wir wollen heute so ein bisschen mit dir reden, wie man im Hinblick auf die Planung im Krafttraining, Strongman, Powerlifting-Bereich und so weiter, wie man da Work Capacity, GPP, General Physical Preparedness am besten einbaut, wie man das Ganze mit Cardio-Training kombiniert und all that kind of fancy stuff. Und deswegen haben wir uns gedacht, du bist der Richtige dafür, weil jeder hat gehört, was Danzi so macht. Hoffmann. Und dann eben noch auf ein paar andere Aspekte. Ja. Ja. So sieht's aus. Lass mal an. Starten wir mal rein mit Cardio-Training und ja. Hypertrophie, oder? Voll. Also, Hansi, du weißt, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich mache momentan wenig Cardio. Wenig. Ja. Um es einmal so auszudrücken. Nein, es ist keine genauen Zahlen, keine genaue Dauer an Cardio pro Woche, aber wenig. Was würdest du mir jetzt empfehlen? Wie sollte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich will doch mein Cardio noch weiter erhöhen, meine kardiovaskuläre Aktivität pro Woche, obwohl es eben, wie gesagt, eigentlich schon relativ hoch ist, aber auch nicht so hoch. Was sollte ich beachten mit der Planung? Was sind so ganz, ganz wichtige Punkte mal? Um trotzdem im Hypertrophie-Training optimale Leistung bringen zu können. Wenn man grundsätzlich Rücksprache mit deinem Coach halten, weil ich vermute mal, du hast hier jemanden, der dich betreut. Valentin. grundsätzlich immer mit dem Minimum anfangen. Ich glaube, das ist das größte Problem, was ich bei Leuten sehe, die meinen, sie trainieren jetzt athletischer. Aber das mache ich momentan, das Minimum. Das ist ja auch noch ich meine, das Minimum erhöhen. Also, wenn man langweilig kann ich das sagen, das Minimum, wenn du jetzt keine Weightlifting-Scheiben hast und in einem kommerziellen Studio trainierst, dann ist das Minimum, was du erhöhen kannst, 2,5 Kilo. Mhm. Ja. Gut, es macht jetzt wenig Sinn, wenn ich am Tag mein Cardio nenne, dass ich 3000 Schritte gehe, was irgendwie von der WHO, glaube ich, das Mindestmaß gewählt worden ist für einen gesunden Lebensstil. Zumindest war es einmal 3000 Schritte. Empfohlen werden auch mittlerweile 10.000, aber das ist crazy. Wirklich? Ja, ja. Von der WHO? Ja, schon länger. Alter. Ja, also ich glaube auf die ganzen Apps und so ist das jetzt vorinstalliert auf meinem Fitnessplan und so, dass man sowas erreichen soll. Da ist so 10.000 Schritte, das ist bei mir 4 Uhr morgens. es bringt halt nichts, wenn du 3.000 Schritte am Tag gehst und du gehst dann 20. Ja. Ab dann. Das ist einfach der das Risiko zum Vorteil ist dann einfach zu groß. Und gleichzeitig, was man halt da immer beachten muss, ist, Training ist wie ein Gulasch. Okay. Das ist jetzt das Wichtige, was man wegnehmen kann. Okay. Wenn man Gulasch macht, dann haut man nicht einfach wahllos Sachen rein, sondern man haltet sich an ein Rezept. Auch wenn es ein bisschen so ausschaut. Genau. Aber es ist nicht so. Ja, genau. Man gibt, keine Ahnung, 200 Gramm von dem, 500 Gramm von dem und so weiter dazu. Und das bedeutet, wenn ich von einer Variable mehr dazu gebe, muss ich von irgendwann was rausnehmen am Anfang. Weil ich kann nicht davon ausgehen. Das ist so wie wenn ihr sagt, ich mache 20 Arbeitssätze Beine die Woche. Dann würde ich jetzt nicht auf einmal anfangen, 30 machen. Von einer Woche auf die andere. Man muss halt immer denken, man hat ein Fass. Ja? Und in dieses Fass fließen diese ganzen Trainingsstressoren rein. Und wir wollen ja nicht, dass das Fass übergeht. Genau. Ja? Aber du kannst es fast dauerhaft sicher größer bauen. Ja. Yeah. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, nehmen wir Laufen als Beispiel. Wir sagen jetzt, du willst einfach Laufen anfangen. Ja. Und du bist davon noch nie gelaufen. Macht es dann Sinn, beim ersten Einheit All out 5 Kilometer laufen zu gehen? Macht es Sinn für dich im Kopf? Wenig. Eben. Also sollte man das vielleicht auch nicht unbedingt machen. Mhm. Und so geht es um alle kardiovaskulären Sachen, die bei sowas dazukommen. Ja. Und du musst vor allen Dingen aufpassen, gerade wenn es um Muskelaufbau geht, dass du halt weiterhin deine Kalorien so triffst jeden Tag, dass du in einem Plus bist, das du brauchst. Außer du denkst an den Mythos des, wie heißt das, Lean Gains? Lean Bulk, genau. Wenn man an das glaubt oder daran hofft, irgendwie zu irgendeiner Art und Weise geht das schon. Also ich habe jetzt nie selber solche Zyklen mehr gehabt seit 10 Jahren oder so, wo ich unbedingt zunehmen wollte. Ja. Nur ein paar, wo ich abnehmen wollte, weil ich halt zur Adipositas neige. Ganz, ganz stark. Aber
war Spaß. Ich war schon ein sehr fettes Kind übersetzt. Ja. Aber im Allgemeinen, Cardio hilft dem Aufbau sicher auch. Das ist meine Überzeugung. Mhm. Das okay. ist meine Ansicht. Das heißt nicht, dass jeder andere im Hypertrophiebereich das auch so sieht. Ja. Ich glaube grundsätzlich nur, dass man dauerhaft nur davon profitieren kann, wenn das kardiovaskuläre System weiter trainiert wird. Mhm. Und zwar trainiert, nicht einfach gemacht. Ja. Also für mich, Schritte gehen ist nicht Sport. Ja. Es ist aber, also alles, was meine Oma ist jetzt 88, die hat ein künstliches Hüftgelenk gekriegt und kriegt jetzt wieder ein künstliches Hüftgelenk auf der anderen Seite. Alles, was die machen kann, ist wahrscheinlich für mich nicht unbedingt sinnbringend zum Leistungssteigern. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen der Spaßfaktor, wenn du die irgendwo steigern kannst, ist immer höher. Mhm. Also wie, hey, ich bin halt 30.000 Schritte gegangen. Ja, das ist sehr schön, dass du 30.000 Schritte gegangen bist, aber außer, dass deine Plantarfaszien dir wehtun für die nächsten 5 Tage, hast du wahrscheinlich wenig erreicht. Ja. Ja. Und viel Zeit verbraucht. Und wie würdest du zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme mal Laufen als Beispiel. Ich gehe jetzt vom Minimum aus, was ich aktuell mache, und ich will jetzt mein Cardio verbessern. So. Wie soll ich steigern? Was würdest du mir zum Beispiel jetzt programmen, wenn der Valentin nicht da wäre? Ich würde grundsätzlich mal rausgehen. Okay. Das ist immer ganz gut. Also ich würde jetzt frei. Das ist nett. Und ich würde mal zuerst gehen. Also ich glaube, viele vergessen diese Aufwärm- und da diese Abwärmkomponente bei den Sachen. Und das ist dann ganz entscheidend, wenn man so in so ein Trainingspensum reinkommt, wie ich bin oder wie es meine Crossfit-Athleten sind zum Beispiel. Also du gehst einfach einmal raus und du probierst dann einmal locker zu laufen. Und nicht anstrengend, nicht vollkeuchen, nicht Puls 180 oder so. Kann ich gleich gehen? Einfach mal ein bisschen schneller gehen und dann kurz laufen und sagen wir, du planst die erste Einheit für 20 Minuten, weil also unter 20 Minuten nennt man nicht wirklich Training normalerweise. Und du sagst, du gehst schon mal die ersten 5 Minuten und nachher probierst du einfach mal nur 2 Minuten leicht joggen. Und dann gehst du wieder. Und das machst du so oft, bis du da sagst, okay, ich kann länger durchlaufen, ohne Probleme. Das heißt nicht, dass du sofort dann gleich eine Stunde durchlaufen gehst, sondern das heißt einmal, dass aus den 2 Minuten 3 Minuten werden. Und aus den 3 Minuten werden dann irgendwann 4 Minuten. Und die Frequenz fängt dann an bei, wenn du es davor noch gar nicht gemacht hast, zweimal die Woche ist eigentlich optimal, damit du irgendeinen Trainingsreiz hast. Also zweimal die Woche sollte man es mindestens machen. Und irgendwann erhöhst du nicht mehr die Dauer, sondern du erhöhst halt die Frequenz. Und wenn du eine höhere Frequenz hast, kannst du mit Intensitäten spielen anfangen. Und da kannst du dann anfangen mit Intervallläufen, da kannst du dann anfangen mit Sprinttrainings mit reinnehmen, die das Gefährlichste sind wahrscheinlich. Vor allem Dinge, wenn du keine Lauftechnik hast. Das große Problem bei den meisten ist, und ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich am Donnerkanal bin oder an der alten Donner, weil diese Bewegungslegastheniker, die einfach sagen, ich will jetzt abnehmen für den Sommer und ich fange jetzt laufen an, 2 Monate davor oder so. Ja. Ganz, ganz böse. Ja. Du hast wahrscheinlich eher mit solchen Leuten auch schon zu tun gehabt, die irgendwelche dummen Abnutzungserscheinungen haben. Man sieht bronierte Füße, kollabierte Knie, Gluteus ist sowieso nicht aktiviert bei allen Leuten im Allgemeinen und niemand weiß, wohin er läuft. Und ich muss für mich selber sagen, je nach Training, was ich habe beim Laufen, habe ich anderes Schuhwerk und je nach anderem Schuhwerk habe ich andere Lauftechnik. Wobei man jetzt, ich will nur ganz kurz einhaken, nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, nur weil sie vielleicht ein bisschen pronierte Füße haben, dass sie broken sind. Also prinzipiell kannst du ja, also der Körper ist sehr adaptiv. Ja. Du musst ihm halt nur einen angemessenen Stressor fürs Fass geben. Alter, der Manu redet schon das ist wunderschön. Meine Phrasen. Nee, also prinzipiell mit dem, was du jetzt deinen Athleten oder potenziellen Athleten prescriben würdest, führst du ja schon quasi herbei, dass sie sich diesem Reiz des Laufens anpassen und auch sozusagen einmal in die Bewegung reinkommen, jetzt blöd gesagt, ja. Und das führt ja auf lange Sicht, wenn sie das genauso durchziehen, so wie du es jetzt gesagt hast, schon zu einer Belastungssteigerung und somit zu einer Adaption vom Körper an den Stress, unter Anführungszeichen, ja. Dementsprechend deine Meinung ist und
das ist ja, wenn man es jetzt aufs Hypertrophie oder aufs Krafttraining umlegt, genauso, dass du eine Baseline hast, die der Athlet bewältigen kann und dann diese Baseline einfach schrittweise steigerst, sodass der Körper vom Klienten oder vom Trainee adaptiert. Ja. Also, ich glaube, im Hypertrophiebereich ist das halt, sind diese Begriffe MRV und MED sehr beliebt. Raus an Mike Schotter. Sehr beliebt. Also es geht natürlich. Ja, was zumindest, wie man redet. Also, man muss so sagen, und vor allem Dingens, RP hat relativ viel Wissen raus. Oder ja. Davon, ja. Also, auf jeden Fall. Wird stark Vermarktung ist Vermarktung und klar. Jeder will was verkaufen. Es ist so. Muss man und auch, eben auch sie, das ist so wie alle auf den Lane Norton einhacken. Es mag so sein, dass er oft arrogant wirkt, es mag sein, dass er unnötige Streitereien über soziale Medien gemacht hat, aber es er weiß ist, schon was und er, hat er weiß schon, wovon man redet. Ja. Und ich glaube, ich bin jetzt ein Laie im Bodybuilding, aber ich habe den Contest Prep Guide gelesen von ihm. Mhm. Das ist gut. Und das Buch macht Sinn. Mhm. Das ist sehr umfangreich, es ist sehr simpel. Und es nimmt die Magie aus dem Ganzen, was diese Bodybuilding-Gurus früher immer erklärt haben. Mhm. Also von dem her. Ja, aber ja, du bist halt zwischen diesen zwei Begriffen MRV und MED, also Maximum Recoverable Volume und Minimum Effective Dose, wirst du immer sein. Mhm. Und das ist bei allem. Und du kannst alles übertreiben. Das ist, wenn ich sage Cardio-Training, nachher denken alle, ich gehe eine Stunde am Stairmaster. Das ist das, was im Breitensport oder in diesem in dieser Fitnessblase, in dem Sinn, als Cardio gesehen wird. Wahrscheinlich geht es ja nie um Cardio-Training, so in den Fällen, sondern immer um Kalorienverbrauch. Ja, genau. Eigentlich ist das Sinn von dem Ganzen. Ja. Und der andere Begriff ist dann Conditioning. Mhm. Und ich komme aus dem American Football und für mich hat Conditioning eine andere Bedeutung wie für viele andere. Aber ich sehe einfach Conditioning sehr, sehr dumm. Weil die meisten Leute, und deswegen hat CrossFit so einen Boom gehabt, das muss ich dazu sagen, die meisten Leute sehen, wenn sie Conditioning hören, sehen sie sich selber am Boden liegend, nach Luft hiefend. Also sie versuchen die Luft zu essen, mehr oder weniger, und sie wissen, wenn sie zu viel davon essen, dann übergeben sie sich. Ja. Und das ist nicht Conditioning. Weil das macht keinen Sinn. Das macht die einfach tot. Und das ist super für Leute, die ihr Fitnesslevel daran messen, wie fertig sie an dem Tag sind. Aber es geht halt weg davon, das gesamte Bild zu sehen. Und wenn du eine komplette Struktur haben willst, wo du sagst, du willst Ausdauertraining reinpacken, du willst Krafttraining reinpacken, etc., etc., was da alles noch dazu gehört, Yoga, ja. Egal was du machen willst. Du musst halt immer das gesamte Spektrum sehen und die nicht auf... Ein Tag ist nicht einmal ein Mikrozyklus in der Programmierung. Ja. Und ein Mikrozyklus ist nicht einmal ausdauerkräftig. Ein Mesozyklus macht schon mehr Sinn. Also wenn wir von 5 bis 6 Monaten reden, ist im Kraftsport auch schwierig, weil es viel autoregulativ passiert dann dabei. Aber und auch beim Ausdauertraining, du kannst, dein Herz hat irgendwann einmal einen Punkt ja. Und da wirst du nicht mehr viel besser. Du bist relativ schnell tot. Das wollte ich nämlich sagen, wie deine Meinung ist zum Thema, wie schnell man jetzt vorankommt beim Cardiotraining zum Beispiel. Im Vergleich zum Krafttraining, Muskelaufbau. Viel schneller. Ja, ist crazy. Aber das ist natürlich vom Körper nachzuvollziehen, ja. Weil der menschliche Körper will ja überleben. Brauchst du zum Überleben deinen Wadenmuskel? Na, den nicht. Nein, eben. Also, du brauchst ja deinen Bizeps nicht. Na, sagen wir den nicht mehr vom Bizeps. In den Rücken schon. Du brauchst ihn nicht zwangsweise zum Überleben in der Größe. Ah, okay. Aber du brauchst halt, dass deine Pumpe weiterhin läuft. Das brauchst du. Wenn der Körper die Option hat, sich zu entscheiden, was er eher adaptieren soll, dann wird er sich immer für das entscheiden. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man das so macht wie ich, das ist genannt worden Hybrid-Training vom Alex Viada. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Mhm. Ah, der ist bei Jaran Auto bei Kursen und so weiter. Der hat das fürs Hybrid-Training bezeichnet. Und Hybrid-Training im Unterschied zu allen anderen Trainingssachen, wenn wir danach noch auf Programmierung zu sprechen kommen, da reden wir da eher drüber, aber Hybridtraining ist das Training zweier gegensätzlicher sportlicher Aktivitäten, die keine direkte Korrelation miteinander haben. Ja. Das heißt, wenn ich Ultramarathon laufe und ich mache im Training meine 40 oder 50 Kilometer Läufe teilweise, wird es keinen positiven oder keine direkte Korrelation haben zu meinem Kniebeugentraining auf einer Dreierreihe. Wird relativ unterschiedlich sein einfach. Aber man kann programmieren, dass man zwar nicht der Beste wird in beiden,
weil wir alle können davon ausgehen, dass wir in einer Sache richtig, richtig gut sind oder in vielen Sachen okay. Mhm. Aber ich lebe gern damit, dass ich in vielen Sachen okay bin und in manchen ein bisschen besser. Mhm. Also, weil es für mich von der Langlebigkeit her einfach mehr gegeben ist. Und mein Ziel war immer physische Leistungsfähigkeit. Mein Ziel war nie physisches Erscheinungsbild. Das muss ich dazu sagen. Ja. Da muss man klar werden. Wenn ich Bodybuilding mache, ist was anderes. Mhm. Bodybuilding hat einen anderen Fokus. Ja. Und ich würde mehr in eine Kunstform reingeben, als wie unbedingt nur in einer Sportart. Also nur als Sportart zu sehen. Weil Bodybuilding nimmt die 24 Stunden ein. Kraft-3-Kampf ist 2 Stunden Training, 4-mal die Woche und der Rest der Zeit ist Essen. Ja. Ja. Und hoffentlich nicht verletzt. Das ist der Unterschied. Bodybuilding ist halt jetzt ist sehr gut, Uhr, sehr, ich mein nächstes Mal sagen. Problem-Feeding erst begonnen. Ja. Ja, mega geil, oder? Kurzer Einwurf an dieser Stelle, ich wollte tatsächlich vor 2 Jahren wollte ich einen Halbmarathon laufen. Das heißt, das muss ich jetzt eigentlich wieder aufleben lassen mit Hansi dann. Alter. Als Vorbereiter. Du kannst mit mir, wenn du willst, und das ist einfach, weil dahinter noch eine gute Sache steht. Und du bist ein guter Mensch vom Grundprinzip her, dass wir, glaube ich, sowas könnte motivieren. Am 3. Mai ist der Wings for Life Run, wo für jeden gelaufenen Kilometer von jedem Teilnehmer eine Geldsumme gespendet wird. Mhm. Und da ist einfach eine gewisse Wann Zeit ist das? Und du läufst. Am 3. Mai. 3. Mai. Kannst gleich 100 Kilometer laufen gehen, tust was Gutes. Du kannst ja zwischendrin einfach nur gehen. Ja, ja, aber dann haben sie mich gleich eingeholt, oder? Ist das nicht das mit... Ja, das geht schon. Ja, ja. Das machen wir schon. Hauen wir nieder, Alter. Sonst trage ich die. Okay. Man kann ja auch beim Laufen die Parameter verändern. Ja, herrlich. So, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt einen Hypertrophie-Athleten oder von mir aus auch einen reinen Kraftathleten, ja, aus dem KDK vielleicht, und du möchtest jetzt bei ihm Cardio-Training implementieren. Und er hat nicht spezifisch das Ziel, Hansi, ich würde gern laufen gehen, ich muss laufen für einen Wings for Life Run. Also, sondern er hat jetzt einfach nur das Ziel, ich will ein bisschen fitter werden im Alltag, Körperfettanteil steigt vielleicht in sogar einer Aufbauphase oder in sogar einer Essensphase im KDK. ganz egal. Ja, ganz egal. Ganz egal. Welche oder wovon machst du abhängig, dass du bei gewissen Athleten diese oder jene Form von Cardio implementierst? Körpergewicht ist der erste Indikator. Mhm. Ja? Wenn ich einen Strongman nehme mit 130 bis 170 Kilo, dann werde ich den nicht laufen schicken. Mhm. Weil, Wilfing, laufen wir jetzt. Der Chris ist relativ leicht, das vergessen die meisten. Der Chris wiegt 130, das ist auf seine Größe nicht viel. Der Lena Domi, der ist ja so groß wie ich circa, der wiegt gleich viel wie der Chris. Okay. Also es ist verschieden, die Strongman, ich glaube der Rheintaler Peter hat 160 gehabt oder ja, so in der Saison. 170 gleich sogar. Ja, also das ist so jemanden, sicher dann eben Georg Banowitz betreut, der, also Mr. Testaware, der auch gut 130 Kilo hat und nicht unbedingt 2,10 Meter groß ist dabei. Und bei solchen Leuten ist das Fahrradfahren. Hm. Es ist alles der Mal und zwar locker auf einem Ergometer. Ich versuche solche Sachen, vor allem Dinge, wenn es so ein Extra ist, das eher im Alltag zu inkludieren. Also ich würde dann zu dem einfach sagen, ja, wo wohnst du? Und der sagt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo näher Paterstein oder so. Dann weiß man, okay, ich fahre mit dem Fahrrad 10 bis 15 Minuten her, sage ich, besorge da ein Fahrrad und fahre mit dem Fahrrad in Zukunft trainieren. Einfach so. Erstens ist einmal aufwärmt, was schon Sinn macht. Und der muss nicht extra Zeit verwenden, sondern er spart sich wahrscheinlich noch Zeit, wenn er mit dem Fahrrad fährt, statt mit dem Öffi ist oder sonst was. Und das ist das Erste, wo man das mit reinnimmt. In meinen Augen. Okay. So. Aber wenn jetzt jemand sagt, wirklich laufen, dann schaue ich, wo ist er im Makrozyklus. Also bei den meisten Leuten habe ich Wettkämpfe geplant oder irgendwie im Kopf. Ich weiß bei den meisten von meinen Kraft-3-Kämpfen, die machen bei Landesmeisterschaften mit. Ich weiß, die machen bei der Staatsmeisterschaft mit. Bei den Strongmen ist es ein bisschen schwieriger, weil die Strongmen haben eine Saison. Mhm. Und in der Saison können sie frei wählen, wo sie antreten. Und das ist fast jedes Wochenende ein Wettkampf, wo sie mitmachen könnten. Da ist das ein bisschen schwerer. Aber beim Kraft-3-Kämpfer kann ich genau sagen, okay, ich weiß, circa im Oktober wird die Staatsmeisterschaft sein. Mhm. Der sagt zu mir, er will laufen, er hat im März davor die Landesmeisterschaft, okay, ich weiß, irgendwo im April, Mai herum kann ich mit den
mit der neuen Metrik ein bisschen hantieren, wo ich bei was anderem was wegnehme. Aber ich würde jetzt keinen Cardio-Block machen oder so. Oder, also ich halte grundsätzlich nicht viel von Block-Periodisierung, wenn man von dem geht. Also ich bin kein Fan davon. Ja. Und die meisten von meinen Athleten haben so eine Grundvoraussetzung. Also ich habe keine Ahnung, der Clemens ist Kraft-3-Kämpfer und spielt Ultimate Frisbee eigentlich und rennt die ganze Zeit. Ja. Der Tobi ist Kraft-3-Kämpfer und spielt eigentlich Tennis noch. Ja. Also das sind schon Leute, die grundsätzlich, und man merkt ja in der Trainingsplanung von ihnen, was sie vertrauen und was nicht. Also bei mir, ich merke es mehr bei der Assistance. Die Mainlifts sind solide bei allen und so, da gibt es unterschiedliche Mentalitäten, wer braucht genau Satz und Wiederholungsanzahl. Wer mag solche Sachen wie M-Raps total gern? Ich mag M-Raps oder ich würde jetzt Challenge-Sets sagen oder sonst was. Also, oder Widowmaker, wie man Widowmaker gesagt hat. Aber man merkt, je nachdem, wie gut das kardiovaskuläre System ist, wie ich den Rest vom Training planen kann im spezifischen Sport. Aber glaubst du nicht, dass der Interference-Effekt von bestimmten kardiovaskulären Modalitäten zu hoch ist, wenn es ums Krafttraining geht? Zum Beispiel, ich bin jetzt in einer Phase, da ist mein Körperfettanteil etwas höher und ich will mich eben fit halten und das Körpergewicht ist auch hoch. Für meine Verhältnisse jetzt, im Gegensatz zu dem, wie es vor einem Jahr war oder vor zwei Jahren. Und habe jetzt die Woche 4 bis 5 Mal Cardio. Ja. An bestimmten Trainingstagen, die oberkörperlastiger sind, und an Off-Days. Würde ich jetzt jeden dieser Cardio-Tage mit Laufen füllen, könnte ich mein Training nicht mehr durchziehen. Das glaube ich auch, vor allem, wenn du es nicht gewohnt bist. Ja, und ich denke, das ist das Wichtigste, oder? Das ist, was? Wenn du es nicht gewohnt bist, weil das ist einfach der Punkt, du bist ja nie laufen. Ja. Ich glaube, wenn du jetzt mit Laufen beginnst, wärst du am Arsch. Ja. Aber wenn du es jetzt einmal machen würdest wieder, ich glaube, dann wird es anders ausschauen. Glaubst? Ich glaube schon. Du kannst dich, dein Körper adaptiert, so wie du folgst. Ja. Und adaptiert alles. Und vor allem, ich glaube, für Bodybuilding, erstens ist der Vorteil, wenn du sagst, du musst viel Cardio machen, wenn andere Sachen machen kannst jedes Mal. Und du wirst feststellen, dass du anders Kalorien verbrennst. Und du hast einen Aura-Ring, deswegen habe ich dir davor davon gesprochen. Normalerweise. Es ist, ich weiß nicht, ich zeig dir an, wie viel du in welcher Stunde verbraucht hast, circa? Nein, die Kalorien so genau. Nein, so genau. Ich weiß das nur von meiner Polaruhr, die mehr oder weniger nach meiner Pulsfrequenz halt misst, was sie ungefähr verbrauchen soll, wie genau das Ganze ist, wissen wir eh, und dass das also Kontinuum ist, ist und auch bewusst und so. Kontinuum. Kontinuum. Gestalten. Das Kontinuum. Aber es, jede kardiovaskuläre Tätigkeit, die du machst, sei es Laufen, sei es Stairmaster, sei es Fahrradfahren, sei es Prowler schieben oder so, würde eine andere Kalorienzahl verbrennen. Bei gleicher Herzfrequenz, muss man dazu sagen. Ja, eben, es ist schwierig, die gleiche Herzfrequenz zu erlangen. Mhm. Weil beim Stairmaster hast du eine Herzfrequenz von 140 bis 160, je nach Level. Okay, und wenn ich sprint, so wie heute, dann kommt mein Puls rauf auf 185. Ja. Mhm. Wenn ich Fahrrad fahren gehe, dann komme ich vielleicht auf 140. Wenn ich wirklich sehr Gas gebe am Rennrad, sind es 148 oder so. Ja. Also natürlich wissen wir, 200 minus Lebensalter ist beim Laufen, oder 220 minus Lebensalter ist beim Laufen der maximale Puls und 200 minus Lebensalter beim Fahrradfahren und so weiter. Aber es sagt dir niemand, wenn du 4 bis 5 Mal die Woche Cardio machst, dass du ebenso wie am Anfang gesagt, du gehst nicht gleich her und sagst, so, ich gehe jetzt 5 Mal die Woche laufen. Das ist einfach. Aber wenn dein Cardio vielleicht intensiver ist, vielleicht kannst du die Zeit reduzieren. Ja. Das ist das, was ich meine. Ja. Das heißt ja nicht, dass, weil wenn du jeden Tag den Stairmaster gehst, wird dein Körper einfach effizienter im Stiegen steigen. Ja. Es ist einfach so. Und wenn du anfängst wieder mit dem Stairmaster am Anfang und du willst dann am nächsten Tag beugen gehen, denkst du, was zur Hölle ist mit mir passiert? Ja. Weil andere Muskelfasern beansprucht, die Dauer viel, viel höher, minimale Kontraktionen die ganze Zeit, dass der Muskel genauso ermüdet, weil Stairmaster eben neu war. Jetzt, ob ich Stairmaster mache oder ob ich laufen gehe und mir den mentalen Vorteil bringe davon, dass ich einmal weniger Infos konsumiere, dass ich einmal sehe, was da draußen ist, da gibt es aber auch eine Welt. Crazy eigentlich. Was? Da gibt es eine Welt, ja, Wahnsinn, oder? Das ist komisch. Ja, während dem Laufen kann ich nicht Instagram Q&As machen. Das stimmt, aber das sollte es vielleicht auch nicht. Nur für deinen Seelenfrieden.
Seelenfrieden. Der Seelenfrieden. Wir starten. Ist das nicht ein Teil der Regeneration? Ja, man weiß nicht, welche Regenerationsmodalität von diesen passiven Sachen wie Sauna und so weiter wirklich funktioniert. Man weiß nur, es muss irgendwie funktionieren, aber wahrscheinlich hauptsächlich deswegen, weil der Athlet auf seinem Hintern sitzt und nichts macht in der Zeit. Und sonst würde er die ganze Zeit was machen. Dementsprechend, Cardio hat eben diesen bösen Namen bekommen und so. Und meine Frauen kann man viel leichter dafür begeistern. Ja. Ich hab Kraft-3-Kämpferinnen, die sich aufwärmen mit 15 Minuten am Stairmaster. Ja. Und das nicht irgendwie in den Trainingsplan reinschreiben oder so. Die machen das, dann machen sie das andere aufwärmen, was ich ihnen vorschreibe, und dann gehen sie trainieren. Ja. Was schreibst du mir vor zum Das war eine gute Überleitung jetzt, oder? Na, bleiben wir noch beim Thema Cardio vielleicht. Ja, die machen dann das. Dann gehen sie erst ins Training. Ja, aber man muss ein bisschen die Perspektive da ändern und sagen, dass das einfach nur, boah, das ist so langweilig und boah, das ist anstrengend. Ist nicht gut. Hast du jemals Cardio gemacht und die danach wirklich schlecht gefühlt? Nee. Es waren immer Endorphine irgendwie in deinem Blutkreislauf, die rumgekurbelt sind. Ich finde Cardio geil. Ja. Ja, der Prep war schon so oft, dass ich am Stairmaster oben war und dann ist man schon ziemlich auf die Eier gegangen. Aber das ist nicht am Stairmaster gelegen, sondern der Prep. Ja, da haben wir auch schon drüber geredet, ich hatte auch einen Baum angezipft. Also. Ja, ja. Oder den Wahnsinn auf der Aber es ist halt scheiß ein Baum. Scheiß Baum. So gut das. Du könntest auch Moin Dere Baum sagen. Dere Migo Baum. Dere Migo. Dere Migo. Das ist die Zusammensetzung. Okay. Dere Migo, die ist neu. Der Wale, die ins Leben kommt. Ja, der Wale, die nicht. Die wir. Lena kriegt gerade ein Herz. Das ist wahrscheinlich. Aber na, es ist. Man muss Cardio aus dem Kontext nehmen, wie es ist eine Bestrafung, weil ich jetzt fett bin. Sondern wir alle haben mit Sport angefangen, weil wir uns eigentlich, neben dem, dass wir uns selber gehasst haben, sonst hätten wir in Kraftsport angefangen. haben wir angefangen, weil wir uns bewegen wollten irgendwie, weil wir gemerkt haben, das tut gut. Und nicht jeder wird 300 Kilo heben, nicht jeder wird auf einer Bodybuilding-Bühne stehen. Deswegen muss man nicht festgefahren sein. Nicht jeder wird mit Chris Bumstead vom Thron stoßen. Mr. Olympia. Mr. Olympia. Chris beats Chris. 2022. 2022. Chris beats Chris. Mr. David. Es geht einfach darum, ich glaube, das muss alles ein bisschen breiter gefasst werden und nicht so, was, du gehst laufen und so. Ja, ich gehe einfach laufen. Und früher, wie ich mit dem angefangen habe, war einfach Krafttraining machen, auf Kraft fokussiert das Training und laufen gehen, Football, laufen, normal irgendwie. Hat man das einfach Sport genannt. Ja. Punkt. Ja, okay. Da war einfach alles zusammen. Also man hat immer, und die meisten Leute, die, keine Ahnung, also ich habe 2000 trainieren angefangen, die meisten Leute, die 2000 trainiert haben, die haben zuerst ihr Krafttraining gemacht und dann war sie eine halbe Stunde am Crosstrainer oder irgend so ein Blödsinn. Crosstrainer ist halt wieder. Wenn es meine Mama machen kann, ist das wahrscheinlich nicht so gut für mich, wobei meine Mama ist bis vor kurzem noch Marathon gelaufen. Also von dem her ist meine Mama da wahrscheinlich ein bisschen Ausnahme mit über 60, aber die ist da sehr fit und agil. Okay. Aber im Allgemeinen, was meine Mama macht, wird mich nicht unbedingt besser machen. Ja, dich nicht, aber mich wahrscheinlich schon. Ja, es ist aber auch. Aber auch nur, weil du weniger machst als deine Mama. Ja, eben. Das ist ja. Aber es hat immer mit deinem persönlichen Maßstab zu tun. Das ist so wie jeder anderes Verständnis davon hat, wie ich bin jetzt in Form oder ich bin fit. Ja. Das ist so subjektiv. Das ist sowas anderes. Und die allgemein, beim letzten Mal, wo wir geredet haben, habe ich probiert, das irgendwie allgemein zu sagen, aber ich habe halt nur meinen allgemeinen Standpunkt gesagt. Das ist einfach so. Ja. Und ich finde halt für mich persönlich, wenn ich einen Kilometer nicht unter 7 Minuten laufen kann, und das ist schon wirklich eine weite Range für mich, wenn da kann ich, wenn ich Gas gebe, fast 2 laufen schon mittlerweile. Ja. dann fühle ich mich einfach nicht wie Athlet. Und da würde ich mich selber nicht als Athlet bezeichnen. Das ist einfach so. Ja. Aber das ist mein Maßstab. Was deiner ist, ist ein anderer. Wenn dein Maßstab ist, du fühlst dich wie Athlet, wenn du deinen Pull-Day hast und am nächsten Tag gehst du am oder du gehst am selben Tag insgesamt 15.000 Schritte und das ist für dich dein sportliches Pensum und das ist das, was dir das Gefühl gibt, Athlet zu sein, dann ist das voll in Ordnung. Für mich ist keine halt andere Parameter dazu, weil ich einfach mit anderen Parametern trainingssozialisiert worden bin. Ja, so eine Begriffe, die nicht klar definiert sind und subjektiv einzuschätzen, da hat ja jeder ein anderes Bild davon. Ja. Also. Aber jeder soll Cardio machen. Ja. Jeder. Wenn du sagst, dass jeder Cardio machen sollte, welche
welche Vorteile, jetzt ganz kurz zusammengefasst, siehst du für jeden Athleten? Regenerationstechnisch, also neben der mentalen auch die körperliche Regeneration. Okay. Weil wenn jemand extrem steif ist nach einem schweren Kniebeugetag und so weiter und am nächsten Tag einfach nur gemütlich Radl fahren geht. Wirklich nur eine halbe Stunde am Radl gemütlich irgendwo hinfahren. Die Erledigungen, die du sonst mit den Öffis machst, machst du mit dem Fahrrad und so weiter. Du wirst merken, dass dein Körper nach 5 Minuten auf einmal nicht mehr so steif ist. Das ist ziemlich toll, weil dann gewinne ich Lebensqualität. Mhm. Und nachher ist der ganze Tag nicht so anstrengend. Eine Ausnahme, in der Prep, wenn du Gegenwind hast, du mit dem Radfahren. Oder, ich war nicht in der Prep und ich bin also ausgezuckt. Ich bin komplett ausgerastet jedes Mal, wenn ich am Rad war. Und es war immer Gegenwind, halt. Egal wo ich hingefahren bin. Dann bin ich zurückgefahren, war auch Gegenwind, egal in welche Richtung. Ja. Das war das Schlimmste. Aber du bist das Niederösterreich, gell? Ja. Da geht es auch so der Wind wie in Wien, oder? Ja, mehr wahrscheinlich, weil halt weniger. Also du solltest gewohnt sein. Ja, nein, ich bin, es ist so Wahnsinn. Und hör auf, so ist sissy sein. Aber in Wien hast du noch das E-Bike gehabt, muss man also sagen. Was? In Wien hast du noch das Bike gehabt mit dem Motor auch noch dazu. Ah, in Niederösterreich. Na, das habe ich nur ab und zu gehabt bei meinen Eltern. Also ja, das war angenehm, ne? Für Gegenwind. Und ich glaube, spezifisch aufs Training, aufs spezifische Training ja. gesehen, der Vorteil ist, du bringst einfach, also Training, wenn du ins Training reingehst, ist es so, du machst deine Monsterdose auf, oder? Ja. Und du fängst an, dir auszukippen, weil das ist deine Energie, die du zur Verfügung hast. Ja, okay, du kannst Kohlenhydrate währenddessen trinken, Gummibärchen essen, was auch immer und so weiter. Du kannst es ein bisschen länger rauszögern. Aber im Allgemeinen sagen wir, jedes Training, was länger wie 60 bis 120 Minuten dauert, ist wahrscheinlich nicht mehr so produktiv. Ja. Also der Schluss ist einfach nicht mehr so produktiv. Also man kann auch andere Sachen trinken, zum Beispiel ich nehme Kreatin, ich nehme den Game Changer und Naked Whey von TNT, weil ihr könnt auf alle TNT-Produkte im Power Fitness Shop 10% sparen und zwar mit dem Code PMT. 10. Auf eure gesamte Bestellung. Also, gebt Gas, schaut vorbei und deckt euch ein, ihr geilen Socken. Perfekt. Socken. Ich hab auch, was passiert jetzt? Ich finde das super. Chris hat es gemacht für die Bühne eigentlich. Yeah. Chris beats Chris. Der Vorteil ist aber, wenn mein kardiovaskuläres System, also sagen wir, dein kardiovaskuläres System ist schlecht. Mhm. Und du machst ansonsten Kniebeugen mit 10 Wiederholungen, die Hölle für jeden Kraftathleten normalerweise, ja. Weil 3 Wiederholungen ist so, 5 ist Grenze. 5 ist Grenze, alles drüber, das zählt eigentlich immer. Also, du musst sagen, mit 10 Wiederholungen und danach musst du 5 Minuten auf der Seite sitzen. Das sind 5 Minuten verlorene Zeit, weil das bedeutet, dass ich in einer halben Stunde 6 Sätze unterbringe oder 7 Sätze. Wenn es gut kommt, ja. Wenn mein kardiovaskuläres System aber dementsprechend besser ist, das heißt, dass jegliche Abfallstoffe, die was bei einer Alachter-Zinnenbewegung anfallen, schneller abtransportiert werden, der Muskel ist schneller frei, wie das viele bezeichnen, weil mein Muskel ist zu und dann ist er danke, dass du das frei. Danke. kann ich schneller wieder was machen. Was bedeutet, ich kann rein theoretisch die Dichte meines Trainings viel, viel höher machen und spare wieder Zeit. Der Vorteil ist, wenn ich im Allgemeinen durch mein nichts passiert in einem Vakuum, das heißt, die meisten haben reguläre Jobs, die meisten haben Familien zu Hause und so weiter, die haben auch Zeit. Wenn ich 2 Stunden Zeit habe und ich muss in 2 Stunden duschen, hinfahren, heimfahren und so weiter, aber sagen wir mal, ich habe wirklich 2 Stunden Trainingszeit, 120 Minuten, und ich verbrauche für die ersten 2 Übungen 75 Minuten davon. Naja, nachher wird das am Schluss nicht mehr wirklich gut gemacht werden und vor allem Dingen wird es nicht mehr so sinnvoll sein. Wahrscheinlich. Wenn ich aber schaffe, das Ganze, was ich davor in 2 Stunden gemacht habe, auf einmal in 1,5 Stunden zu machen und vielleicht dann in 1 Stunde, nachher habe ich 1 Stunde, die extrem produktiv ist und die Sache ist erledigt. Respektive, es steigt ja alles. Das heißt, es steigt auch, ich weiß, dass ich 2 Stunden Arbeit leisten kann. Jetzt habe ich die Arbeit von 2 Stunden auf einmal in 1 Stunde. Das heißt, ich habe 1 Stunde wieder frei. Und dann fange ich mal an, ich mache mal 2 Sätze Reverse Hyper mehr heute. Und schau, was passiert. Du kannst ja dann, je nach, ich denke nicht so in Muskelgruppen wie ein Bodybuilder, normalerweise. Also ich habe eine Bewegung und aufgrund der Bewegung plane ich einen Tag. Also ich habe jetzt niemanden, der den Rücken tagt, sondern die meisten Leute, die Kniebeugen machen bei mir, die müssen rückenlastige Sachen dann auch extrem machen, extrem viel Beinbizeps machen und extrem viel Rumpftraining. Nur, dass man da mal den Unterschied sieht. Vor allem im Rumpftraining geht bei mir eine andere Richtung, weil während ihr im Bodybuilding eine schmale Taille haben wollt und so weiter, will ich einen sehr, sehr dicken Block haben.
weil das für mich die Basis ist, auf der ich schwere Gewichte balancieren kann. Je breiter die Hüfte oder die Taille ist, desto stabiler meistens der Athlet. Hansi will am breiten Block. Stabil. Ich will nicht, er will stabil sein. Nicht Love Handles, sondern Love Blöcke. Ich will, dass da Obliquos über das Hüftgelenk drüber hängt. Und dann, wenn es da flext, kann er drauf. Ja. Also, das mehr oder weniger so in die Richtung. Aber es bringt einfach wesentlich mehr Vorteil, weil ich bin jemand, der Leuten sehr viel Volumen normalerweise verschreibt in die ganzen Sachen. Und nicht unbedingt mit diesem, mit dem eigentlichen Hauptlift des Tages. Mhm. Da kommt, weil da ist die Intensität meistens sehr, sehr hoch. Ich habe nämlich keine Hypertrophieblöcke, so wie, jetzt machen wir alles auf 10 Wiederholungen, weil ich finde das ziemlich dumm und unspezifisch. Vor allem Dinge, die Wahrscheinlichkeit, mich bei 10 Wiederholungen bei einer Kniebeuge zu verletzen, ist wesentlich höher als beim Single. Es ist einfach so, weil bei 10 Wiederholungen nach der 7. schauen die letzten 3 einfach Arsch aus. Und wenn ich 5, ich darf hier fluchen. Aber wenn ich 5 Sätze mache und das sind immer nur 7 Wiederholungen sauber technisch, und 3 sind irgendwie hingeschissen, weil ich eh keine Lust habe, 10 Wiederholungen zu machen. Dann habe ich 15 Wiederholungen gemacht von 50, die wertlos waren. Mhm. Und das sind fast 30% von Training auf einmal, die ich wegwerfen kann. Mhm. Und das ist so. Deswegen, der Hauptlift, der bleibt meistens auch. Aber ich kann das Volumen oder die Intensität halt, je nachdem, wie weit ich von einem Wettkampf bin, verändern. Aber der Rest danach ist bei mir einfach extrem hoch. Vorm Hauptlift, nach dem Hauptlift. Was die Leute bei mir machen müssen, meistens, ist vom Gesamtvolumen her viel zu hoch, würden die meisten sagen. Dafür ist die Intensität halt anders. Weil wenn ich jemanden schreibe, er muss in jeder Satzpause von seiner Kniebeuge und von seiner Frontkniebeuge danach zum Beispiel, sind insgesamt mit Aufwärmsätze 10 bis 15 Sätze oder so, 10 Klimmzüge machen. Dann greift sich auch auf den Kopf und sagt, was ich soll 15 Sätze Klimmzüge machen. Aber das ist halt, die 10 Klimmzüge sind halt keine maximalen oder so. Das ist RIR5 oder so für die meisten von meinen Athleten dann. 5, okay. Mittlerweile. Ja. Okay. Also die kommen nie an der Muskelversorgung bei dem. Und das sollen sie ja gar nicht. Okay. Das ist Assistenz. Also mein Training ist aufteilt in Mainlift, Supplemental Lift und Assistance. Die Assistenzübungen am Schluss, die müssen nicht mehr oder intensiv sein, weil wir haben davor schon voll mit Intensität gearbeitet. Wir haben ein Nervensystem und deswegen machen wir das Restliche mit Volumen, aber nicht unbedingt damit, dass wir da jetzt, keine Ahnung, mehr oder Muskelversorgung machen. Also ich mache nicht Kurzhantelrudern und dann nachher würde ich einen Satz Kurzhantelrudern reinschreiben, vielleicht einen Aufwärmsatz und würde sagen, da all outside mit 65 Kilo, schau was schaffst. Aber würdest du sagen, dass, dass das Volumen, wenn du 5 Wiederholungen im Tank lässt, wirklich effektiv ist? Es akkumuliert sich ja auch wieder. Es geht einfach nur darum, ich will, weil die machen das an 4 Tage die Woche. Mhm. Das heißt, die Frequenz ist sehr hoch. Das heißt, das Volumen ist sehr hoch. Mhm. Das heißt, ich halt die Workload, aber zumindest in dem Sinne gering, indem ich die Intensität einfach runterfahre von den Prozenten her. Mir geht es darum, dass die Sachen regelmäßig trainiert werden. Weil es nicht zwangsweise darum geht, ich brauche mehr Muskeln, nur, sondern es geht auch einfach darum, okay, ich gehe mal in eine andere Richtung. Weil wenn jemand viel Überkopf drückt wie ein Strongman, wäre es irgendwann einmal gut, wenn er lernt, dass er in eine andere Richtung auch arbeiten muss. Also, ja, genau. Die Lateralflexion, das Manuel Teufel, beim Klimmzug halt. Wäre es einfach gut, dass er lernt, wie funktionieren die Antagonisten in seiner Hauptbewegung, damit er die auch verwenden kann. Mhm. Weil bei jedem Kraftsport, den man hat, egal ob Kraft-Dreikampf, ob Strongman, ob Crossfit oder so, die Rückseite, die muss trainiert werden auf Hypertrophie. Die Rückseite ist das, was Volumen braucht. Mhm. Der Beinbizeps, der Gluteus, weil der Gluteus braucht natürlich auch schwere Sachen, aber der Rücken, weil beim Kreuzheben wirst du nicht direkt die Aktion des Rückens trainieren. Ja. Du wirst die Funktion des Rückens trainieren. Ja. Das ist auch ein ganz großer Unterschied von den Trainingssachen. Ja. Bei vielen von den Sachen trainiere ich auf Funktion und nicht die Aktion. Das ist für die wahrscheinlich eh logischerweise geläufig. Mhm. Aber ich werde nicht beim Kreuzheben probieren, in eine maximale Hyperlordose zu gehen, wenn ich sage, ich will mit Kreuzheben meinen Rückenstrecker trainieren.
Aber das wäre die Aktion des Rückenstreckers, wenn der voll kontrahiert, dass ich in eine Lordose gehe. Mhm. Das will ich aber beim Kreuzheben ja eigentlich nicht. Mhm. Ich will eine Funktion, das heißt, ich will, dass er stabil bleibt. Mhm. Mhm. Stabil. 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 Genau. Ich will, dass er stabil bleibt. Dementsprechend muss ich ihn auch so trainieren. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich nicht einen größeren Motor bauen will, sukzessive. Was bedeutet, ich muss Muskeln aufbauen. Wir haben aber nicht die Zeit oder die Geduld oder das mentale Vermögen dazu, dass das heißt, man mehr oder viel Hypertrophie-Training machen kann, was spezifisch nur auf eine Muskelgruppe geht. Vor allem Dinge, wir brauchen die Muskelgruppen bei allen Übungen. Mhm. Wenn ich Leuten Bankdrücken lerne, haben sie nach der ersten Einheit meistens einen Muskelkater im Rücken und im Latissimus. Mhm. Also im oberen Rücken und im Latissimus. Das ist das Erste. Da ist keine Brustmuskulatur, keine Schultermuskulatur, kein Trizeps oder so, was wehtut am nächsten Tag oder was sie spüren, sondern sie spüren auf einmal die hintere Kette. Mhm. Dasselbe geht bei Kniebeugen. Wenn ich Kniebeugen sehe und Leute, die Kniebeugen verhauen, sehe ich meistens einfach, dass da hinten nichts arbeitet. Mhm. Das war das Erste, was ich bei meinen Crossfitter gesehen habe, dass einfach, ich meine, keine gewisse Ausnahme, aber es gibt kein Beinbizeps. Es gibt einfach keinen. Ja. Also der ist nicht existent. Wenn die sich zur Seite drehen und die Side-Chest-Pose einnehmen, die Bodybuilder einnehmen, da hängt nichts runter. Okay. Aber da sollte was runterhängen. Optimalerweise schon. Das ist die einzige Sache, wo ich sage, Leistungsathleten oder leistungsorientierte Athleten sollten was vom Bodybuilder lernen. Mhm. Das ist eins der Punkte. Es gibt mehrere Sachen, warum man was vom Bodybuilding lernen sollte. Wenn man stark sein will oder schnell sein will oder so. Aber einer der Hauptpunkte ist, wenn ich dann ins Training gehe und mein Coach schreibt mir rein, ich muss Chest-Supported Rows machen mit einem Fokus auf den Lat. Und das sind Sachen, die ich reinschreibe, weil ich kann Chest-Supported Row auch nur für meinen oberen Rücken machen, also für den Trapezius mehr oder weniger. Mhm. Und ich kann es super krass für den oberen Rücken machen, wenn ich probiere, mir aufzubäumen währenddessen oben nachher, dass alles so der Muskel so maximal kontrahiert wird, wie es noch geht in dem Bereich. Aber wenn ich schreibe, ich will, dass du einen Lat-Fokus dabei hast, dann sollte ich einmal lernen, wie ich einen Lat verwende. Mhm. Und 90% der Menschen, die auf Kraft trainieren, können das nicht. Mhm. Das sollten sie von Bodybuildern lernen. Und deswegen gebe ich ihnen lieber die Chance, mit vielen Bewegungen und häufig die Muskeln zu verwenden, mit relativ leichten Gewichten. Mhm. Irgendwann fangen sie dann eh an und probieren sich gegenseitig alle, weil sie im Kopf ja alle ein bisschen schwindelig sind und einen Penisvergleich brauchen, sich gegenseitig in diesen Assistenzübungen, wenn sie einmal die gleichen im Plan haben, sich gegenseitig zu schlagen. Mhm. Und mir ist es aber lieber, sie schlagen sich bei dem, als wie sie probieren sich beim Heben gegenseitig fertig. Oder draußen vom Gym. Das ist auch in Ordnung. Das ist das, zuerst das und dann Make-up-Sex und so, das ist in Ordnung. Perfekt. Perfekt. Okay, und dann, damit sie eben das ganze Volumen reinbekommen, brauchen sie wiederum Cardio. Weil sie müssen fit sein dafür, dass sie das alles so schaffen. Ja, es bringt ja nichts, wenn ich zu dir sage, du musst in einer Satzpause irgendwas machen. Nein, das war nur eine Schlussfolgerung. Ja, also ich muss 20 Band-Pull-Aparts machen, zwischen jedem Satz Kreuzheben. Und ich bin dann außer Puste, weil ich das gemacht habe, weil das so ein krasser Superset war. Aber wir alle können davon ausgehen, dass ein Band-Pull-Apart auf 20 Wiederholungen mit einem roten Band nicht wirklich anstrengend ist. Ja. Also du kriegst danach nicht Herzrasen. Hoffe ich. Ja. Aber du kannst es so machen. Ich schon, aber nur noch ein Sushi essen. Ich hatte es gelernt. Das ist so Probleme im Blutdruck halt durch die Subs. Kreatin. Das Kreatin. Das Trenbolon eigentlich in der Fachsprache. Schon auch Blutdruck. Perfekt. Bist du die Anabolen oder so, dann kannst du jetzt Plasma auf. Stabil. Perfekt. Ja. Also Episode mit Hansi über Drogen und Steroide. Die muss kommen. Perfekt, oder? Jetzt vielleicht noch ganz kurz, damit wir heute noch beim Punkt Work Capacity, einen höheren Workload bewältigen im Allgemeinen und das Verkraften vom Volumen bleiben. Wir haben am Anfang GPP angesprochen. Mhm. Also GPP steht für General Physical Preparedness. Genau. Gut. Das bedeutet Punkt. Jetzt für jeden Athleten in irgendeiner Art und Weise was anderes. Ja. Ja. Je nachdem, was für ein Ziel der Athlet hat. Aber wie würdest du GPP im Zuge eines Trainingsprogramms bei einem Kraftathleten implementieren? Du hast schon darüber gesprochen, dass du in den Satzpausen etwaige Dinge implementierst, am Anfang des Trainings, am Ende des Trainings etc. Wie schaut so eine Implementation von GPP-Work im Programm eines Athleten aus? Also grundsätzlich Unterscheidung zwischen SPP und GPP, also Special Physical Preparedness. Mhm. Wenn ich einen Kraft-3-Kämpfer nehme, der hat SPP.
weil der hat eine maximale Wiederholung auf der Kniebeuge, eine maximale Wiederholung auf der Bank und eine maximale Wiederholung beim Kreuzheben. Mhm. Das ist SPP, eine Wiederholung bei diesen drei Übungen. Alles andere, drei Wiederholungen. Eine Sekunde Pause beim Beugen. 2 Zentimeter enger greifen beim Bankdrücken. Das ist GPP. Mhm. Per Definition. Mhm. Die meisten Leute verstehen mit GPP grundsätzlich Assistenzarbeit. Mhm. Und die kann man variieren. Mhm. Und mein großer Bias, und jeder, der Trainingspläne schreibt, hat einen Bias, liegt bei Conjugate Training oder Concurrent Training anzubauen. Mhm. Hybrid-Training ist eine Form von Concurrent Training. Mhm. Concurrent übersetzt heißt gleichzeitig. Mhm. Das heißt, man probiert verschiedene Energiesubstrate oder zumindest die Kapazität verschiedener Energiesubstrate zu nutzen, gleichzeitig zu erhöhen. So, das wäre Concurrent. Und Conjugate bedeutet miteinander verbinden. Also Conjugate, was bekannt worden ist durch Westside Barbell, geht eher auf das hin, bei Westside direkt, zumindest war es so der Grundtenor, niemand weiß, was der Louis Simmons mittlerweile macht, weil er macht dauernd neue Sachen, weil er findet alles immer wieder ganz neu. 20% passieren mit einer Langhantel und sind spezifisch und 80% davon sind in seinen Augen GPP. Das heißt, alles, was mit Prehab, Rehab und Muskelaufbau zu tun hat, ist GPP in einem Kraftsport normalerweise. Strongman ist grundsätzlich GPP. Und das meine ich deswegen, weil beim Krafttraining, wenn ich in einem IPF-Wettkampf bin, dann weiß ich, ich habe Leiko, ich habe Leoko, ich habe Bull, ich habe Broke. Das ist das Equipment, mit dem ich arbeite. Die Stange ist eine gerade haute Stange, die hat so und so eine Riffelung, die hat so und so einen Durchmesser. Bei Strongman steht vielleicht da 6 Wochen vor dem Wettkampf, da fragt man überhaupt, was kommt zum Wettkampf. Und nachher ist man tot, man kann nicht aufwärmen. Also das ist nicht so. Ja, ihr habt dann Max Locklift drinnen oder so. Mhm. Ja, wärmt sich einmal da sukzessive auf, sondern da liegt der Lock und da ist Einstiegsgewicht 120 Kilo. Also das erste, was du über den Kopf drücken musst, das erste Gewicht, zu dem du hinkommst beim Wettkampf, sind 120 Kilo. Ja. Das ist oder du musst mit einer Joch gehen, 15 Meter, und die wiegt halt 350 Kilo. Du hast aber nicht davor die Möglichkeit, mit der Joch jetzt gehen wir mit 100 oder mit 120 oder so. Nein, nein, du stehst dann da und das 350 Kilo Ding will von dir bewegt werden. Oder soll von dir bewegt werden. Okay. Das heißt, und du weißt auch nicht, wie die Joke ist, weil jede Joke hat wieder einen anderen Durchmesser in der Breite, jede Achsel, die du drückst oder hebst, hat eine andere Breite. Wenn du einen Car Deadlift machst, ist das auch der Hebelverhältnis unterschiedlich bei einer Viking Press etc. Ein Sandsack kannst du sowieso nie kontrollieren, wie groß ist er, was mit was ist er gefüllt, wie weit verbiegt er sich. Das heißt, du kannst nicht wirklich speziell darauf hintrainieren, weil du nicht wirklich die gleichen Parameter im Training nachbauen kannst, außer da, wo du trainierst, ist der Veranstaltungsort. Dann hast du einen Vorteil. Aber ansonsten, du weißt nicht, was für ein Durchmesser hat der Atlaston. Es gibt genormte Dinge, aber bei den meisten Strongman-Wettkämpfen sind keine genormten Dinge. Und es geht auch darum, den stärksten Mann der Welt. Ich glaube, 2007 haben sie irgendwann einmal Betonklötze über Kopf drucken müssen. Die haben sie dann auf ihre Brust gekieft, die waren so breit, wenn sie auf der Brust gelegen sind, und haben so stehende Incline-Bands gemacht damit. Oder? Aber die haben 150 Kilo gehabt, die Steine. Und die Leute sind irgendwie so halt auch gestanden. Das ist deswegen ist Strongman-Training. Will ich mal probieren für die Upper Chest. Ja, isolieren ein bisschen. Ja, besser als Kraft Incline. Ja, ich habe gestern gerade mit einem anderen geredet, der Dave Tate will alle Maschinen, die es gibt, nur mal für stehend umbauen. Das heißt, da so Butterflies und so. Weil ein Powerlifter mit kaputter Hüfte kann nicht mehr aufstehen. Muss er sich nicht hinsetzen. Das war gestern die Weisheit, dass man uns mit einem annehmen im Gespräch. Deswegen ist Strongman Training grundsätzlich für mich sehr, sehr GPP-lastig, warum ich auch so Conjugate Training gern verwende. Mhm. Weil da trainiere ich jede Woche maximal, zumindest einmal Oberkörper, einmal Unterkörper, maximal auf eine Wiederholung. Und das ist das Einzige, was maximal ist, das muss ich dazu sagen. Eine maximale Wiederholung. 3 Wiederholungen ist submaximales Training, per Definition.
wenn man von der Definition ausgeht. Natürlich kann ich sagen, ich mache mal 3 Rep Max, aber es ist nicht maximal. Ja. So, das ist halt, der 3 Rep Max ist ein gutes Trainingsmax, aber um dann das Programm zu. Aber den schweren Lift, der maximal ist, den wechsle ich jede Woche aus bei meinem Strongman. Und das aus dem Grund, dass ich nie die Systeme überbeanspruche. Mhm. Weil wenn ich jede Woche mit dem gleichen Stand, mit der gleichen Stange, die gleiche Bewegung mache, wird diese Überbeanspruchung von Gelenken, von Sehnen, von diversen Muskeln, vor allem Dingen, wenn muskuläre Disbalancen einfach da sind. Und ich meine jetzt nicht, mein linkes Bein ist stärker wie mein rechtes, weil nachher mache ich einbeinige Übungen, du Arschloch. Nein, ich meine solche Sachen wie, ich habe voll viel Quadrizeps und den verwende ich voll gern, aber mein Beinbizeps ist auf Urlaub seit 5 Jahren. Und wenn ich dann immer aber nie irgendeine Metrik verändere, die Stangenposition ändern, du kannst die Stange 2 cm weiter runter tun und die garantiere, du wirst andere Muskeln spüren. Hundertprozentig. Deswegen baut man da Variationen ein und deswegen mache ich das bei Strongman. Also würdest du sagen, bei Strongman hat GPP einen höheren Stellenwert als jetzt zum Beispiel im KDK? Ja und nein. Okay. Ja, deswegen, weil spezifischer ist, unspezifischer ist spezifischer für die Sportart. Ja. Gleichzeitig hat aber der Kraft-3-Kampf, und ich sehe es gerade jetzt, wo ein paar von meinen Athleten im Peak reingegangen sind, immer ihnen gepredigt, das Training wird extrem hart sein, weil wenn dann der Spieltag kommt, wird er sehr, sehr leicht werden. Und die gehen jetzt, die sind jetzt mit der ersten Woche vom Peak durch und die meisten so, ja, also es war jetzt so ein bisschen ungewohnt wieder, dass ich Single beuge oder so, aber es war jetzt nicht so anstrengend alles miteinander. Aber ich bin bei der höchsten Intensität, was ich in die letzten 3 Mesozyklen gefahren bin, bin ich jetzt am höchsten von der Intensität her und sie haben das Gefühl, es ist am leichtesten. Mhm. Und das ist nur, ich habe einen Satz aus jeder Assistenzübung weggestrichen. Ich habe 2 Sätze vom Supplemental Lift weggestrichen. Jetzt ist der ganze Fokus nur auf diesem Hauptlift. Auf dem, was total spezifisch ist. Und alles andere. Ich habe 2 Wiederholungen Klimmzüge weggestrichen. Jetzt machen wir es Nummer 6 oder so, teilweise. Also da wären wir wieder beim Prinzip der Specificity daheim. Einfach, genau. Je näher es zum Wettkampf geht, desto spezifischer werden. Davor halt die Arbeitskapazität so aufbaut, dass das jetzt Kinderspiel ist. Nicht mehr so ein Problem ist, dass das einzige Wasser müdet, ist jetzt nicht mehr der Körper, sondern das Nervensystem. Ja, das ist der Vorteil für KDK, wenn sie sowas machen. Okay. Und damit das Nervensystem unserer Zuhörer nicht ermüdet, würde man sagen, dass wir diese Episode in den Büchern niederschreiben. Oh mein Gott. Wir fangen damit an, dass man es niederschreiben, genau. Ja, ja. Oder auf YouTube hochladen und auf die Apps, die diversen die Applikationen soziale Spotify Netzwerke. Und Apple Podcasts. Wenn euch diese Episode übrigens gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne auf der Apple Podcast App eine Bewertung da lassen. Würde uns tierisch freuen. Wenn jetzt irgendjemand draußen sagt, dieser Hansi. Den können wir eigentlich nie erreichen, weil er ist immer so früh im Gym. Ja? Wie können wir zu ihm Kontakt aufnehmen? Was würdest du den Leuten sagen? Wie finden sie dich? Wo finden sie dich? Wann finden sie dich? Und warum finden sie dich? Da muss ich jetzt mal selber überlegen. Wie geht das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich habe ich Visitenkarten im Gym liegen, wenn mir jemand braucht. Das einfachste ist bei mir bei E-Mail. Ja, das klingt sehr altmodisch, aber das ist coaching@grizzly-strength.com. Ich habe Instagram und ich schreibe die Texte auch selber auf Instagram, aber ich verwalte mein Instagram nicht selber, weil ich keine Zeit dafür habe und keinen Kopf und ich verstehe es nicht. Das heißt, jeder, der mir jemals so auf Instagram eine Nachricht geschrieben hat, es dauert immer bis 2 Wochen, bis die bei mir sind und ich antworte dann auch nicht wirklich. Also die meisten kriegen generisch mal eine Nachricht zurückkriegt. Das ist die E-Mail-Adresse, bitte dorthin schreiben. Also wenn es um Trainingssachen geht, auf die E-Mail-Adresse kann man auch jeder Fragen schicken. Es ist nicht so, dass das dann nur um Coaching geht. Wenn jemand eine Frage hat, so wie, hey, wie laufen und so weiter, dann sage ich nicht 500 Euro. Lenore, mach mal ein Videocall, 1000 Euro. Ja, nein, also wenn jemand eine Frage hat, dann bitte immer fragen, wenn mich jemand sieht und ich bin nicht gerade im Vollstress oder so, oder mache gerade irgendwas, kann man mich immer fragen und ich hilf jedem, ich verlange von niemandem dann gleich
direkt Geld, außer ich arbeite mit jemandem zusammen. Und da muss ich auch sagen, dass das erste Monat bei mir, wenn ich mit Leuten arbeite, im Coaching gratis ist. Immer. Jetzt kriegst du 1000 Coaching-Anfragen, ja, und alle bleiben nur im Monat. Ja, ist in Ordnung. Ist voll in Ordnung. Mein Ziel ist ja, dass mich niemand mehr braucht als Coach, weil sie es alle selber verstehen sollen. Mhm. Aber das Instagram ist team_grizzly. Weil es die einzigen Leute, die man auf dem Profil sieht, sind meine Athleten und nicht ich. Ja. Also deswegen weiß auch keiner, wie du aussiehst. Genau. Ich bin sonst, aber wir werden vielleicht wie gesagt zensieren. Ja, vielleicht ganz oder bitte, so. Oder? Das wäre mega. Also mit einfach so einem schwarzen Kastel. Das wäre so gut. Das wäre total toll. Aber mein Körper ist ein bisschen bemalt und ich bin irgendwie dünn und irgendwie doch dick. Und dreimal die Woche. Ich bin 7 Tage die Woche im Gym. Um 3 in der Früh, und wenn jemand von nach Ausgleich und vorbeikommt, dann kann Hub hier auch wieder um und wieder vor die Tür aus, weil das ist meine Trainingszeit. Nein, Spaß, wer um 3. Perfekt! Nein, wer um 3 in der Früh kommen will, der kann gern vorbeischauen. Ich habe da eher super, ich hab keinen Einfluss drauf, aber niemand will um 3 in der Früh aufstehen. Stimmt. Oder wenn er noch wach ist, trainieren gehen. Außer du kommst aus Amerika zurück, du machst Check-ins um 3 in der Früh. Perfekt. Nein, ich habe nicht durchgeschlafen, was ich mache. Stabil. Ist auch voll in Ordnung, aber das war's eigentlich. Ich gebe jetzt nicht meine Telefonnummer her. Die Leute, jeder, der sie haben will, der kann sie ja dann sich abholen. Ja, ja. Und ja, sonst findet man mich entweder im Das Gym. Im Gym oder Gym Das Gym. Oder teilweise bei Soundfit, weil ich da Athleten betreue und immer wieder dort rumläuft. Ja. Traumhaft. Alter, traumhaft. Manu, was willst du heute noch machen? Trainieren, Alter. Meine lieben Leute, das war es schon wieder für heute. Wir gehen jetzt nach unten und treffen einen Leute. Kunden. Perfekt. Perfekt. Du triffst einen Kunden. Ich triff really einen Kunden. Das ist es. Ich hoffe, der Godfather des Natural Bodybuildings war nicht in der Bosse, sondern mit dem wieder wichtige, unnötige Fragen stellen kann. Ja, vor allem reden wir mal wegen Lateralflexion genauer. Nein, ich probiere immer noch einzureden, dass jeder von euch 20 Rap-Sets Power Snatches machen soll. Ich probiere immer einreden, dass seine Athleten jetzt alle Cuffed Lateral Raises und Cuffed Flies machen müssen. Das wird er nicht machen. Er wird es nicht machen, nie im Leben. Er wird es nicht machen. Und wenn er es macht, dann ist das Coaching beendet. Nein, reden wir unten mit ihm in Cardio, wenn er da ist. Ja, voll. Passt. Voll. Gut. Passt. An dieser Stelle von mir schon mal ein gediegenes Moin Dere. Dere Migo. Moin Dere. Ja, genau so.